Hallo Freunde, hier ist wieder ABMC. Das ist der Videoblog Nummer 2. Und in diesem Videoblog möchte ich zum Thema Alkohol etwas sagen. Ich habe heute eine Nachricht erhalten via Instagram von Dennis. Und ich fand das stark von ihm, wirklich sehr mutig, mich da so direkt zu fragen. Er hat mich gefragt, wie kommt man vom Alkohol weg? Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich 20 Jahre meines Lebens gefühlt im Vollrausch verbracht habe, bevor ich vor etwa 6 Jahren komplett den Alkohol beiseite gelassen habe. Und der Weg dorthin war wirklich nicht einfach, denn der Weg dorthin ist eine mentale Sache. Der Körper spielt auch eine Rolle. Es sind auch die körperlichen Eigenschaften, die dich in der Sucht halten. Aber das ist eigentlich alles nur hier oben. Wo kommt eigentlich der Alkohol her? Ja, ist mal eine Frage, wo sich auch jeder mal einfach mal vielleicht ein bisschen selber damit beschäftigt. Und du kommst eigentlich dann ganz schnell beim Dionysos-Kult raus. Das ist ein Stichwort, ich werde da nicht mehr dazu sagen. Recherche, Recherche, Recherche. Finde die Dinge für dich, das ist ganz wichtig. Nur so bleiben sie auch. Und das geht bis ins antike Griechenland zurück. Und den Spartanern beispielsweise war es komplett untersagt, Alkohol zu trinken. Und es war nur den Sklaven erlaubt. Und die Spartaner haben ihre Knaben genommen und sie in die Arena gesetzt, haben den Sklaven den Alkohol verabreicht und haben ihnen so beigebracht, wie man seine Menschlichkeit verliert. Das ist ein sehr spannendes Thema, als ich da mal drüber gestoßen bin. Auch den Griechen im antiken Griechenland, es war ihnen komplett verboten, Alkohol zu trinken. Das war das Getränk, das Gesöff der Sklaven, um ihnen, und so wird es auch wirklich in den alten Rollen geschrieben, die geistige Verbindung wegzunehmen. Ja, das mag jetzt für den einen oder anderen erstmal nicht schlüssig sein, aber wenn man sich das ein bisschen näher betrachtet, was geschieht denn, wenn du nur ein wenig Alkohol schon trinkst? Es wird alles oberflächlicher. Man fängt an zu lallen. Man vergisst eigentlich das große Ganze und hat nur noch so diese oberflächlichen, wirklich schon fast mitleidserregenden Erlebnisse. Natürlich mag man im Suff auch krasse Erlebnisse haben. Ich kann euch Lieder davon singen. Aber was macht es langfristig mit dir? Und denjenigen, den jetzt dieses Video betrifft, der weiß genau, wovon ich rede. Wie oft muss man denn über eine Schüssel hängen und sagen, nie wieder trinke ich. Nie wieder werde ich einen Schluck zu mir nehmen. Ha? Und was geschieht dann? Man wacht wieder auf, der Kopf wird wieder normal, in Anführungsstrichen. Und man fängt wieder damit an. Unglaublich. Also was ist das? Worüber reden wir hier? Wir reden hier definitiv über eine Sucht. Ob das jetzt einmal die Woche ist oder dreimal am Tag, spielt fast gar keine Rolle. Es kann eine Sucht sein, die dich ein Leben lang gefangen hält. Und wenn ich habe mich ein bisschen auch mit dieser spirituellen Ebene beschäftigt, mit dem Alkohol. Wenn das stimmt mit der geistigen Verbindung, ja, da wundert mich gar nichts mehr, dass da draußen nur noch Zombies rumlaufen. Und es sei auch die Frage erlaubt, warum sind beispielsweise bewusstseinserweiternde Substanzen komplett illegal? Aber das, was dich trennt, ist legal. Darf sich, wie gesagt, jeder selber damit beschäftigen. Ich möchte auch wirklich nur kurz was dazu sagen und auch jetzt auf Dennis eingehen. Wie komme ich vom Alkohol weg? Weißt du, wenn du das wirklich möchtest, dann fängt das hier an. Und zwar beginnt das mit einer Entscheidung. Und zwar hat die Entscheidung nichts mit deinem Umfeld zu tun. Die Entscheidung hat absolut nichts mit deinen Nächsten zu tun, sondern nur mit dir. Du triffst für dich als allererstes eine Entscheidung und sagst, ich werde keinen Alkohol mehr trinken. Und dann setzt du dir mal einfach eine Zeitspanne, in der du das durchziehst. Diszipliniert. Wille oder echtes Wollen ist Können. Wer etwas nicht kann, der will es nicht. Das mag jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, nö, nö, nö. Nein, da ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Wer wirklich etwas will, der kann es.
Und damit beginnt das. Also, ich entscheide mich als allererstes, ich trinke keinen Alkohol mehr. Der zweite Schritt dahin ist, was tue ich natürlich jetzt, wenn ich wieder dieses Verlangen habe? Finde eine gesunde, und ich sage jetzt auch einfach mal, obwohl das Wort nicht dazu passt, Sucht. Finde etwas, was dich stärker macht. Ja, das kann Sport sein, das kann Musik sein, das kann Rappen sein, das kann Malerei sein. Ja, das kann Rennen sein, Fahrradfahren sein, etwas, was dir gut tut, etwas, was dir bei der Regeneration hilft. Etwas, was dich unterstützt, etwas, das dich aufbaut, etwas, das dir Kraft gibt, etwas, das dich motiviert, weiterzumachen. Wie komme ich vom Alkohol weg? Als erstes verbanne auch alles, was an alkoholischen Getränken ist, aus deinem Haushalt. Halte dich mal eine Zeit lang fern von Freunden, mit denen du eigentlich wirklich nur connected bist. Meistens mit Alkohol. Achte mal einfach darauf, ohne dich selber jetzt negativ zu bewerten. Das ist ganz wichtig. Bewerte dich niemals negativ, sondern nimm dich genau so an, wie du bist, weil du bist einfach so, wie du bist. Du kannst dich verändern. Aber dein aktueller Zustand dient nur dazu, um dir weiterzuhelfen, um dich zu erkennen, um zu erkennen, welche Möglichkeiten du noch hast, was dein Potenzial ist. Frei, volle Entfaltung. Von daher empfehle ich dir, halte dich mal eine Zeit lang fern, auch wenn sie dich locken und sie werden dich locken. Wir sind voll in unseren Gedanken mit diesen Parasiten auch. Ich sage dazu Parasiten, ich mag dieses Wort, weil es sind die Hirngespinste, die sagen, komm wieder zurück, du brauchst mich, ohne mich bist du nichts. Ja? Wenn du das nicht tust, kannst du da und da nicht teilnehmen. Das ist alles Illusion. Mindfuck, das ist alles nur hier oben im Denker, hat nichts mit deinem Herz zu tun, hat nichts mit deinem Wesen zu tun, mit der Essenz, die du tatsächlich bist. Und du kannst mir glauben und ich kann dir ein Lied davon singen, wenn ich das schaffe, kannst du das auch. Du musst nur den Entschluss dazu fassen, es wirklich zu tun. Und wenn du Hilfe brauchst, dann hol sie dir. Kommunikation. Werde offen, sprich über das, was dich bewegt. Die meisten Menschen trinken, weil sie das Leben nicht ertragen können. Weil sie die Ängste, die Schuld, diesen ganzen Bullshit, den man uns auferlegt hat in dieser Matrix, einfach nicht ertragen können. Sie trinken aus Verzweiflung, aus Kummer. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Du kannst dich für eine andere Realität entscheiden. Ich sage gleich, immer. Der Anfang ist immer ein wenig schwieriger. Du kannst nicht sofort vom Start ins Ziel gelangen. Dazwischen liegt eine Etappe. Und die hat verschiedene Höhen und verschiedene Tiefen. Aber wichtig ist, dass du bei deiner Entscheidung bleibst. Ja? Und wenn du 2 Schritte zurückfällst, dann wirst du 6 wieder vorausgehen. So ist das Leben. So war es bei mir, so ist es bei vielen anderen. Aber, oder sagen wir besser, und, es lohnt sich. Es lohnt sich, klar zu werden. Es lohnt sich zu wissen, welche Kraft eigentlich in einem steckt. Wenn man frei ist von gewissen Süchten. Dingen, die dich wirklich fesseln, gefangen halten, dich einsperren in ein Gefängnis für deinen Verstand. Ich empfehle dir auch, schau dir einfach bei Gelegenheit den Film Matrix noch einmal an. Da geht es jetzt nicht speziell um das Thema Alkohol, aber da geht es um das Thema die Gefangenschaft unserer Gedanken. Und das ist so wichtig, dass wir da frei werden. Wir müssen frei werden hier oben, wir müssen frei werden im Herz, wir müssen frei werden in unserem Wesen. Denn da steckt unsere tatsächliche Kraft. In diesem Sinne, wenn du Fragen dazu hast, hey, du kannst mir jederzeit schreiben, wenn ich die Zeit dafür habe und ich nehme sie mir wirklich gerne, antworte ich darauf, umgehend. Ja, ich bin da und ich sage das ganz klar auch jetzt, ich bin da, um ein Licht in dieser Welt zu entzünden. Ich stelle mich hier nicht vor die Kamera, um mich irgendwie zu vermarkten, um irgendetwas jetzt anziehen zu wollen. Alles, was ich möchte, ist, dass du dich erkennst, dass du stabil wirst, dass du klar wirst in deinem Kopf, dass du auf die Augenhöhe kommst, dass dich keiner mehr klein machen kann.
dass dich niemand mehr erniedrigen kann, dass dir niemand mehr sagen kann, du bist schuld. In diesem Sinne, hab einen schönen Tag, eine schöne restliche Woche. Ja, mir gefällt das mit den Blogs. Ich denke, ich werde bald einen nächsten dazu oder generell einen nächsten Videoblog veröffentlichen. Gebt mir euer Feedback. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback. Ihr seid im Endeffekt auch der Grund, warum ich das gerade eben hier überhaupt mache. Ich habe mich noch nie auf meine Couch gesetzt, habe in die Kamera so lange gestarrt und habe ja, mir etwas von der Seele gesprochen. Aber ich tue es gerne und ich möchte mehr davon. Also inspiriert mich weiter, inspiriert euch selbst. Ihr seid es wert. Lebt, geht da raus und seid stark. In diesem Sinne, schönen Tag. Ich geb das niemals mehr auf, für den Weg an das Licht muss ich ganz oben rauf. Hey, hey. Ich tu alles für das Ziel, für manche bin ich Gold und für andere zu viel. Hey, hey. Ich bin niemals wieder still, lebe für die Würde, ich mach nur noch was ich will. Hey, hey. Guck, ich stelle mich mit Tapferkeit, für ein Leben in Wahrhaftigkeit. Hey, hey. Ich bin niemals wieder still, lebe für die Würde, ich mach nur noch was ich will. Hey, hey. Guck, ich stelle mich mit Tapferkeit, für ein Leben in Wahrhaftigkeit. Hey, hey.